Wie kommt eigentlich die Milch auf deinen Frühstückstisch? Karin erklärt es dir. Also, wir sind mehr als 1 Million Milchkühe in Bayern. In unserem Euter wird nährstoffreiches Futter zur Milch. 20 bis 30 Liter Milch pro Tag speisen wir durch die Melkmaschine über Rohrleitungen steril in einen Kühltank. Ganz schön viel, was? Ein Milchsammelwagen der Molkerei holt die Rohmilch bei uns auf den Höfen ab. Auf geht's, du kannst fahren! Die wertvolle Milch lagert kühl bei 4 bis 6 Grad Celsius. Selbstverständlich testet die Molkerei unsere Milch. Unterschiedliche Kriterien wie zum Beispiel Sauberkeit, Geruch, Geschmack und Fett oder Keimgehalt spielen eine Rolle. Qualität ist uns allen wichtig. In einer Art Schleuder, einer Zentrifuge, reinigen und entrahmen die Molkereien unsere Milch. Magermilch und Rahm werden dabei vollständig getrennt. Für Technikfreaks, also nicht für mich, diese Anlage hier nennen wir Plattenwärmeaustauscher. Der erhitzt die Milch kurz und kühlt sie sofort wieder ab. So wird Milch haltbar. Anschließend pressen die Molkereien unsere hochwertige Milch durch feine Düsen. Das nennt man Homogenisieren. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Das Fett der Milch wird feiner verteilt und bildet so keine Rahmschicht. Unsere Milch wird vollautomatisch abgefüllt und landet früher oder später schön verpackt auf deinem Frühstückstisch. Toll, was? Übrigens, die Molkereien stellen auch andere köstliche Käsespezialitäten aus unserer Milch her. Der Weg der Milch im Milchland Bayern.